Im August 2005 wurden mitten in der Nacht eine Mutter und ihre 2 Jahre alten Zwillinge aus ihrem Haus entführt. Die Entführer brachten sie an einen unbekannten Ort, wo an allen 3 unglücklichen Opfern zermürbende und umfangreiche Tests durchgeführt wurden. Ihre Entführer waren skrupellose Profis, die die Mutter trotz ihrer verzweifelten Bitten von ihren Babys trennen sollten. Von dort aus wurden die hilflosen Kinder von Mitarbeitern betreut, die sich aus Insassen von Todeszellen zusammensetzten. Männer und Frauen, die wahrhaft unsagbare Verbrechen begangen hatten. Statt eines Kinderzimmers waren sie in einer Zelle eingesperrt, in der alle Öffnungen mit Luftschleusen, Filtern oder einfach zugeschweißt waren. Das Schlimmste aber war, dass die Kinder ohne Essen und Wasser eingesperrt waren. Und barbarischerweise haben sie seitdem keinerlei Nahrung erhalten. Seitdem wurden ihre Namen und Unterlagen von der Erdoberfläche getilgt. Sie sind nur noch als SCP-400A und SCP-400B bekannt. Und trotz der verzweifelten Bitten ihrer Mutter werden die Kinder niemals zu ihr zurückkehren und auch nicht freigelassen werden. Das liegt an ihren ewigen Entführern der SCP Foundation. So unglaublich grausam sich das Ganze auch anhört, du wirst erstaunt sein zu erfahren, dass die SCP Foundation eigentlich die Guten sind. Denn SCP-400A und B sind in Wirklichkeit keine Babys, sondern Kolonien von Insekten mit Gehirnwäsche. Über 2 Jahre lang stand die Mutter unter dem Einfluss der bewusstseinsverändernden Pheromone der Insekten, die die unnatürliche Fähigkeit haben, die menschliche Wahrnehmung zu verdrehen. So sah sie statt 2er Parasitenkolonien nur ihre geliebten Neugeborenen, ohne die Wahrheit zu kennen. Sie glaubte, ihre Zwillinge nur 3 Monate lang beschützt und gefüttert zu haben, obwohl sie die heimtückischen Insekten in Wahrheit fast 2 Jahre lang gestillt hatte. Nur durch das Eingreifen der SCP Foundation konnte die übernatürliche Verseuchung eingedämmt werden, sodass neue Mütter auf der ganzen Welt vor dem gleichen Schrecken bewahrt wurden, der zu einem Zusammenbruch führt. Aber SCP-400 ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die furchterregenden und bewusstseinsverändernden Phänomene geht, die unter dem Schutzschild der SCP Foundation gehalten werden. Die SCP Foundation ist eine unglaublich illusorische Organisation, deren Arbeit sich ins Paranormale, Übernatürliche und geradezu Schreckliche wagt, um das Wohl der Menschheit mit allen Mitteln zu verteidigen. Und ihnen ist wirklich jedes Mittel recht. Tauchen wir also ein in die geheimen Archive dieser Geheimorganisation und finden wir heraus, was sie dir nicht verraten wollen. Und um mit der grundlegenden Frage zu beginnen, was genau ist die SCP Foundation? Ihre gesamte Tätigkeit lässt sich auf das Akronym SCP reduzieren, das für Secure, Contain und Protect steht. Nach eigener Aussage hat die Stiftung die Aufgabe, anormale Objekte, Wesen und Phänomene, die der Menschheit erheblichen Schaden zufügen können, einzudämmen. In dieser Hinsicht beschäftigen sie sich mit Dingen in unserer Welt, die keinen Sinn ergeben. Dinge, die nicht dazugehören. Dinge, die nicht in die Art und Weise passen, wie wir die Realität sehen. In extremen Fällen haben sie sogar mit existenziellen Anomalien zu tun, die eine erhebliche Bedrohung für das gesamte menschliche Leben auf der Erde darstellen. Sobald eine solche Anomalie identifiziert und eingedämmt ist, wird sie als SCP bezeichnet und erhält eine entsprechende Nummer. Heute sind rund 5000 SCPs in den Archiven der Stiftung registriert und jedes Jahr werden es mehr. Auch wenn sich das nach viel anhört, muss die Stiftung unter dem Deckmantel der absoluten Geheimhaltung arbeiten. Das oberste Ziel ist es, für die Milliarden von Durchschnittsbürgern auf der ganzen Welt ein Gefühl der Normalität aufrechtzuerhalten. Deshalb müssen alle Operationen streng geheim gehalten werden. Das liegt daran, dass alle SCPs unterschiedlich sind. Während du bereits Berichte über einen SCP gesehen hast, der schrecklich böse ist, können andere zu gut klingen, um wahr zu sein. Nimm zum Beispiel SCP-458. Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass es sich bei diesem SCP einfach um einen Pizzakarton von Little Caesars handelt, aber wenn er mit Menschen in Berührung kommt, produziert er sofort die bevorzugte Pizza des Besitzers, bis hin zur Lieblingssoße, dem Käse, der Kruste und dem Belag. Und das Beste daran ist, dass sie nicht mal von Little Caesars sein muss. Gott sei Dank. Die Aussicht auf unendlich viele Pizzen klingt für viele wie ein wahr gewordener Traum, aber wenn man sich vorstellt, was die großen Unternehmen, die Millionäre alles tun würden, um so ein wundersames Produkt für ihre eigenen ruchlosen Zwecke zu besitzen und zu studieren, stell dir vor, sie würden einen Weg finden, es heiß zu verdrahten, um sofort Medizin, Geld oder Menschen zu produzieren. Ganze Armeen und Imperien könnten in wenigen Minuten entstehen, aber das Chaos und die Folgen wären apokalyptisch.
weil die Gesellschaft nicht in der Lage wäre, mit der Existenz von etwas wie SCP-458 umzugehen, das die Wissenschaft einfach nicht erklären kann, würde es vor den hungrigen Mäulern der Welt versteckt. Aber bevor alle darüber schreiben, wie schrecklich ungerecht das ist, ist es wichtig zu wissen, dass die Stiftung mit der Zustimmung aller großen nationalen Regierungen der Welt arbeitet. Das bedeutet, dass sie nicht durch die Bürokratie des internationalen Rechts eingeschränkt ist und dass es keine einzige menschliche Autorität über ihr gibt. So beängstigend das auch klingt, das macht durchaus Sinn. Denn was würde es bringen, wenn die Foundation die höchsten menschlichen Gesetze befolgen würde, wenn es keine Menschen mehr gäbe, die es schützen könnte? Das perfekte Beispiel dafür ist die schrecklich unmenschliche Behandlung von SCP-231-7, einer jungen, hochschwangeren Frau. Um Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu zitieren, niemand darf der Folter unterworfen werden. Diese SCP hat jedoch die meiste Zeit ihres wachen Lebens einen Zustand ständiger, nicht enden wollender Folter ertragen. Die Misshandlungen selbst sind zu schrecklich, um sie zu beschreiben, und ein Verfahren, das nur als 110 Montauk bekannt ist, sorgt dafür, dass sie sich nie an den enden wollenden Schmerz gewöhnt. Sollten ihre Peiniger jemals versuchen, ihr bei der Flucht zu helfen, sie zu betäuben oder vor ihrem Elend zu befreien, werden sie auf der Stelle hingerichtet. So schrecklich es klingt, aber das ist der Preis, der für die Sicherheit der Menschheit gezahlt werden muss, denn wenn sie jemals aus dem Schmerzsyndrom ausbricht, wird sie eine Anomalie gebären, die das Ende der Welt, wie wir sie kennen, herbeiführen wird. Da das gesamte menschliche Volk auf dem Spiel steht, ist die Fähigkeit der Foundation, ungehindert von Regeln und Vorschriften zu arbeiten, für ihre Mission zur Rettung der Welt unerlässlich. Wie kann diese geheimnisvolle Organisation mit der Last der ganzen Welt auf ihren Schultern die gesamte Menschheit schützen? Um das zu verstehen, musst du einen Blick auf den namensgebenden Slogan werfen. SCP, also auf Deutsch, sichern, eindämmen, schützen. Sichern bezieht sich auf die umfassenden globalen Beobachtungs- und Überwachungstaktiken der Stiftung. Indem sie ein wachsames Auge auf die ganze Welt wirft, kann sie auf Anomalien reagieren, bevor diese die Chance haben, mit der breiten Bevölkerung in Kontakt zu treten. Als nächstes geht es darum, den Einfluss oder die Wirkung der Anomalie einzudämmen, indem sie entweder versteckt, verlagert oder beseitigt wird. Dazu gehört auch, das öffentliche Wissen über die Anomalie mit allen Mitteln zu unterdrücken. Das kann mit harmlosen Methoden geschehen, wie zum Beispiel den Einsatz fortschrittlicher Chemikalien und technologischer Geräte, um die Erinnerungen der betroffenen Bürger zu löschen oder umzuschreiben. Aber wenn sich die Auswirkungen zu weit ausbreiten, kann die Foundation keine andere Wahl haben, als ganze Dörfer oder Städte mit unschuldigen Menschen auszulöschen. Wie wir bereits festgestellt haben, ist es völlig in Ordnung, Menschen für das Allgemeinwohl zu opfern, wenn die einzige Alternative eine verheerende Apokalypse ist. Ironischerweise bleibt damit der letzte Teil des Slogans übrig. Die Stiftung wird vor nichts zurückschrecken, um die Menschheit vor den Auswirkungen der SCPs zu schützen, indem sie sie einfängt, erforscht und sogar vernichtet. Einer von denen, die ein unglaublich hohes Risiko darstellen, ist SCP-682, auch bekannt als das schwer zu zerstörende Reptil. Wer weiß, woher der Spitzname kommt. Es handelt sich um eine extrem große, reptilienartige Kreatur, die über erstaunlich schnelle Regenerationsfähigkeiten verfügt. Doch obwohl sie ihre Körperteile im Handumdrehen nachwachsen lassen kann, bewegt sie sich auf beunruhigende Weise mit einem Körper fort, der zu 87% verrottet ist. Das sollte zwar ein Grund sein, ihn aus Prinzip zu töten, aber er ist auch ein außergewöhnlich intelligentes Wesen und zeigt einen gefährlichen, abstrakten Hass auf alles Leben auf der Erde. Angesichts der ernsten Bedrohung, die diese SCP darstellt, hat die Stiftung wiederholt versucht, das Reptil zu neutralisieren, ohne den geringsten Erfolg. Derzeit wird an einer Lösung für dieses schwer zu zerstörende Problem und für viele andere SCPs geforscht. Das unterstreicht die Bedeutung des Schutzelements der Stiftung, die ständig danach strebt, ihr Verständnis zu verbessern und die Bedrohung durch apokalyptisch mächtige Anomalien zu verringern. Aber die Stiftung muss nicht nur feststellen, ob ein SCP chaotisch gut oder böse ist, sondern sie hat auch die Aufgabe, alle eingeschlossenen SCPs an eine Art Ordnung zu bringen. Sie werden an speziellen Orten auf der ganzen Welt gefangen gehalten, wobei einige Gebiete so groß wie ganze Staaten sind, um sie vom zivilen Leben fernzuhalten. Diese Art und Weise, wie diese aktiven Anomalien kategorisieren, ist eine Reihe von primären Objektklassen, die darauf basieren, wie schwierig es ist, sie einzudämmen. Ganz unten in dieser Reihenfolge steht die sichere Klasse. Sie bezieht sich auf SCPs, deren sichere Eindämmung wenig bis gar keine Ressourcen erfordern und bei denen ein geringes Entweichungsrisiko besteht. Zu dieser Klasse gehört der bereits erwähnte SCP-458, denn solange ihm keine Beine wachsen und er nicht wegläuft, wird er nirgendwo hingehen.
Zu dieser Klasse gehört auch der genial bizarre SCP-999, ein gelatineartiger orangefarbener Blob, der ein liebevolles, hundeähnliches Temperament hat und schon sein Anblick ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Außerdem löst er bei jedem, der ihn berührt, sofortige Glücksgefühle und Euphorie aus. Es ist so stark, dass es einmal in einem Experiment mit dem bereits erwähnten SCP-682 eingesetzt wurde. Die Wirkung ließ die Mordlust des schwer zu zerstörenden Reptils kurzzeitig abklingen, aber es erholte sich schnell wieder und verwandelte das betreffende Labor in ein wahres Schlachthaus. Die Tests zwischen den beiden SCPs sind jetzt verständlicherweise auf Eis gelegt worden. Die zweite Klasse von unten ist Euclid. Diese Klasse von SCPs erfordert mehr Ressourcen, um sie einzudämmen, weil ihr Verhalten noch nicht vollständig verstanden wird, wie zum Beispiel bei SCP-895. Er ist ein Lehrer oder Nate Oaksack, aber er hat unerklärlicherweise Auswirkungen auf alle Überwachungsgeräte im Umkreis von 85,8 Meilen. Berichten zufolge bewegt sich dieser SCP nie aus seinem Einschlussbereich, aber die Überwachungsvideos zeigen, dass der Sarg während kurzer Stromausfälle immer wieder verschwindet und wieder auftaucht. Und als ob das nicht schon gespenstisch genug wäre, scheinen die Wände der Zelle manchmal auch noch blutverschmiert zu sein oder die Worte "Get out" sind auf sie gekritzelt. Andere Teile des Überwachungsmaterials sind so verstörend, dass mehrere Foundation-Mitarbeiter beim Anschauen den Verstand verloren haben. Während SCP-895 von seinen Auswirkungen her zur Euclid-Klasse gehört, sind andere, wie der unglaublich bizarre SCP-3008, physisch schwieriger einzudämmen und zu begreifen. Dieser SCP ist eine anomale Taschendimension, ein winziges Universum, das an unser Universum angenäht ist. Aber im Gegensatz zu unserem Universum enthält SCP-3008 eine unbekannte Anzahl gesichtsloser humanoider Wesen, die extrem aggressiv gegenüber Menschen sind. Das Seltsamste an dieser Anomalie ist jedoch, dass sie bei einem großen Einzelhandelsgeschäft gefunden wurden, das früher dem schwedischen Möbelhaus IKEA gehörte. Die Dimension fügt sich nahtlos ein und enthält eine unendliche Version des Ausstellungsraumes, die unglückliche Kunden erst entdecken, wenn sie versuchen, den Eingang zu verlegen. Als wäre das nicht schon höllisch genug, in einem unendlichen IKEA gefangen und verloren zu sein, tragen die aggressiven, gesichtslosen Wesen auch noch die gelben und blauen Uniformen der IKEA-Mitarbeiter. Aber wenn es darum geht, sich zu gruseln, ist es noch höher. Es gibt nur noch einen SCP der Euclid-Klasse mit einem wirklich ansteckenden Sinn für Stil. SCP-049 ist ein humanoides Wesen, das auf beunruhigende Weise die schwarzen Gewänder und die Maske eines Pestarztes aus dem 17. Jahrhundert trägt. Aber er trägt sie nicht nur, das dicke Fell und die knochenähnlichen Ausstülpungen in seinem Gesicht sind aus seinem Körper gewachsen. Das nennt man einen sechsten Sinn für Stil. Obwohl er intelligent zu sein scheint und eine Vielzahl von Sprachen spricht, wirkt er unglaublich feindselig, wenn er mit irgendetwas in Berührung kommt, das die Seuche in sich trägt. Wenn SCP-049 nicht aufgehalten wird, versucht er, den Träger mit einer besonders schockierenden Methode zu töten. Es genügt ein Hautkontakt, um alle Funktionen eines lebenden Organismus zum Stillstand zu bringen. Wie er das macht, ist ein schreckliches Geheimnis. Sobald es vorbei ist, wird der Pestdoktor jedoch gefügig und hat bisher keinen Versuch unternommen, aus seiner Gefangenschaft zu entkommen. Gott sei Dank. Die nächste Objektklasse ist Keter, von der Stiftung als Anomalien definiert, die äußerst schwierig konsequent einzudämmen sind. Das mag daran liegen, dass man nicht weiß, wie sie funktionieren oder daran, dass die Technologie nicht fortschrittlich genug ist, um sie zuverlässig einzudämmen. Ein erschreckendes Beispiel, das in diese Kategorie fällt, ist SCP-106, der den beunruhigend einfachen Spitznamen der alte Mann erhalten hat. Diese vage humanoide Anomalie befindet sich in einer speziellen Zelle, die aus 40 Schichten bleiverkleideten Stahls besteht. Sie sind durch eine Reihe von zufällig angeordneten Streben voneinander getrennt. Das mag von den älteren Herren übertrieben erscheinen, aber bei näherer Betrachtung wird klar, warum so drastische Maßnahmen ergriffen wurden. SCP-106s gesamter Körper zeigt einen fortgeschrittenen Verwesungszustand und immer wenn er einen Gegenstand in der Nähe berührt, beginnt ein ebenso abscheulicher Korrosionseffekt, der physikalisches Material innerhalb weniger Sekunden verrotten oder aufbrechen lässt und eine Spur der gleichen schwarzen, schleimartigen Substanz hinterlässt, der seinen gesamten Körper überzieht. Obwohl es eine unerklärliche Abneigung gegen Blei hat, versucht es trotzdem, sich langsam durch seine speziell entwickelte Zelle zu fressen. Er lässt sich jedoch leicht durch zufällige Strukturen wie Streben verwirren, die seinen Austritt verzögern und den Mitarbeitern der Baustelle die Möglichkeit geben zu reagieren, bevor er entkommen kann.
Ein weiterer Humanoid der Keta-Klasse, den die Foundation derzeit beherbergt, ist SCP-2662, ein 3,9 Meter großes und 200 Kilogramm schweres Wesen, dem 20 furchterregende große Tentakel aus dem Rücken wachsen. Während seine Beschreibung ein erschreckendes Bild zeichnet, ist die Kreatur unerwartet langweilig. Wenn überhaupt, dann möchte es ein normales menschliches Leben führen. Allerdings hat es einen unglücklichen Einfluss, der die kognitiven Funktionen eines Menschen, der ihm über längeren Zeitraum ausgesetzt ist, verzerrt. Sie werden sich der Wünsche und Bedürfnisse von SCP-2662 bewusst und tun alles, um sie zu erfüllen, wie zum Beispiel Opfer darbringen und satanische Rituale durchführen. Einem Bericht zufolge hat eine seiner Zelle ausgewiesene Agentin einmal ihren Kollegen vor den Augen von SCP-2662 getötet und verzehrt, während die Kreatur selbst wie ein Gespenst aussah. Ja, ein zweiter unerklärlicher Effekt, den es hat, ist die spontane Erzeugung seiner eigenen religiösen Anhängerschaft in der Außenwelt. Ungefähr einmal im Monat versucht eine Gruppe dieser besessenen Fanatiker in seine Eindämmungseinheit einzubrechen und verschiedene bizarre Rituale durchzuführen. Obwohl SCP-2662 über diese okkultischen Vorgänge entsetzt zu sein scheint, scheint er keine Kontrolle über die Auswirkungen zu haben, die er hat, und genau das macht es fast unmöglich, ihn vollständig zu kontrollieren. Aber über dem Keta steht die höchste und geheimste Eindämmungsklasse, bekannt als Taumil. Diese SCPs sind so mächtig, dass sie dazu benutzt werden können, um andere SCPs einzudämmen. Zu ihnen gehört der SCP-3210, der auf den ersten Blick genau wie ein normales Samsung-Smartphone aussieht. Das Gerät stellt jedoch nur eine Verbindung zu einem geheimnisvollen Wesen namens SCP-3210-1 her, von dem angenommen wurde, dass es Zugang zu allen Informationen hat, die es gibt. Die Informationen, die es der Stiftung zur Verfügung gestellt hat, haben dazu beigetragen, Brüche in der Eindämmung der Keta-Klasse zu beheben und das Leben von unzähligen Mitarbeitern, Zivilisten und mindestens mehreren Universen zu retten. Allerdings sind die SCPs dieser Klasse nicht immer so hilfreich wie SCP-4006, der den gesamten Bundesstaat Massachusetts umfasst. Nach Angaben der Stiftung befindet sich der nordöstliche Staat unter dem Schleier einer probabilistischen Anomalie, die falsche Informationen aussendet. Er behauptet, eine staatliche Infrastruktur und eine funktionierende Wirtschaft zu haben. Die Berichte der Stiftung sagen jedoch etwas anderes. Sie behaupten, dass Massachusetts in der Vergangenheit nie von Menschen besiedelt wurde und dass niemand behauptet, dort zu leben oder es besucht zu haben, wenn die Anomalie wirkt. Allerdings ist das Gebiet, das sie abdeckt, so groß und die Anomalie so stark, dass es unmöglich ist, herauszufinden, was wirklich hinter den Staatsgrenzen lauert. Wie ich bereits erwähnt habe, entdeckt die Stiftung manchmal SCPs, die zu gefährlich sind, um sie einzudämmen und die vernichtet werden müssen, oder sie haben einfach aufgehört, Anzeichen einer anormalen Aktivität zu zeigen. Ein perfektes Beispiel für eine solche Bedrohung, das zeigt, wie esoterisch diese Anomalien sein können, ist SCP-4991. Dieser SCP manifestierte sich am 7. April 2016 in Form einer Reihe von seltsamen Social Media Posts, die sich auf ein nicht existierendes apokalyptisches Ereignis bezogen, das auf einer anderen Ebene der Realität stattzufinden schien. Viele der Posts bezogen sich auf eine Welle von parasitären Insekten, die über den Globus schwärmten, in die Münder der Menschen kletterten, sie erstickten und ein unvorstellbares Blutbad hinterließen. Die Stiftung ordnete die sofortige Abschaltung der sozialen Medienplattform an und löschte alle anderen weltlichen Beiträge aus dem Netz. Kannst du dir vorstellen, was für ein Chaos gefolgt wäre, wenn sie die Informationen nicht rechtzeitig neutralisiert hätten? Es hätte eine weltweite Panik mit einem katastrophalen Zusammenbruch der Gesellschaft zur Folge gehabt. So komplex ihre Operationen auch sind, die interne Arbeitsstruktur der Foundation ist unglaublich einfach, was sie irgendwie noch beunruhigender macht. Ihr Personal ist in den Klassen von A bis E eingeteilt. Die wichtigsten Mitarbeiter gehören zu Klasse A, die für die strategischen Operationen der Stiftung unerlässlich ist und unter keinen Umständen mit SCPs in Kontakt kommen darf. Eine Stufe tiefer auf der Karriereleiter steht das Personal der Klasse B, das für die physischen Operationen der Stiftung als unerlässlich gilt. Diese Klasse ist für lokale Standortleiter und andere wichtige Verwaltungsfunktionen reserviert, denen ein begrenzter Zugang zu SCPs gewährt werden kann, aber nur, wenn sie als sicher oder harmlos eingestuft werden. Unter ihnen sitzt das Personal der Klasse C. Das sind die Mitarbeiter, die meistens die Augen, Ohren und Hände der Stiftung sind. Sie werden in Situationen gerufen, die einen direkten Kontakt mit potenziell gefährlichen SCP-Bedrohungen erfordern und setzen dabei ihr Leben aufs Spiel.
Unter ihnen, auf einer der untersten Sprossen der Leiter, befindet sich das Personal der Klasse D. Allerdings sind sie weniger Personal als vielmehr glorifizierte Laborratten. Die Klasse D besteht aus Menschen, die die Stiftung als entbehrlich ansieht und die typischerweise aus den Reihen der Gefängnisinsassen stammen, vor allem aus denen in der Todeszelle. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass es im Fall von SCP-400 Insassen der Todeszelle waren, die gezwungen wurden, diese gruseligen Insektenkolonie mit Gehirnwäsche zu behandeln und einzudämmen. Damit kommen wir zum letzten und vorläufigen Personalklasse, der Klasse E. Das sind Personen, die den unbekannten und potenziell gefährlichen Auswirkungen neu identifizierter SCPs ausgesetzt werden. Einmal exponierte Personen aus Klasse E werden unter Quarantäne gestellt und genau überwacht. Wenn sie schädliche Veränderungen zeigen, werden sie behandelt, bis sie wieder fit genug sind, um auf ihren Posten zurückzukehren. Es wird zwar nicht bekannt gegeben, was mit den Mitarbeitern passiert, die sich nicht erholen, aber wer will das schon wissen? Ich kann mir vorstellen, dass ihre Behandlung leider eine hohe Sterberate hat. Um zu verstehen, wie die einzelnen Rädchen im Gebiete der Stiftung funktionieren, ist es am besten, die Struktur als Pyramide zu betrachten. An der Spitze steht ein 13-köpfiges Führungsgremium, der 05er-Rat. Das sind die Mitarbeiter der Klasse A und die ranghöchsten Direktoren der Stiftung. Sie beaufsichtigen alle Vorgänge mit voller Sicherheitsfreigabe, aber ihre Eigenidentität ist gegenüber dem Rest der Organisation streng geheim. Ihnen untergeordnet sind die Standarddirektoren, die ebenfalls der Klasse A angehören und alle Vorgänge in der ihnen zugewiesenen Einrichtung beaufsichtigen und direkt an den 05er-Rat berichten. Unter ihnen arbeiten Forschungs- und Eindämmungsspezialisten der Klasse B Seite an Seite, um das Verständnis und die Eindämmung der SCPs in ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie werden jederzeit von hochqualifizierten Sicherheits- und Einsatzkräften der Klasse C geschützt, die für die physische Sicherheit des gesamten Personals in ihrem Standort verantwortlich sind. Diese Beamten bilden die vorderste Verteidigungslinie gegen feindliche SCPs, die innerhalb und außerhalb der Einrichtungen der Stiftung gehorsam ihr Leben lassen, um zu verhindern, dass die SCPs entkommen. Aber für den schrecklichen Fall, dass es einem SCP gelingt, alle Eindämmungsprotokolle zu durchbrechen oder eine brandneue höllische Anomalie entdeckt wird, schickt die Stiftung ihre Außendienstmitarbeiter los. Diese Agenten der Klasse C sind auf der ganzen Welt stationiert und werden streng darauf trainiert, Anzeichen von anormaler Aktivität zu untersuchen. Sie können verdeckt mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten oder in lokalen Einrichtungen, wie zum Beispiel medizinischen Notfalleinrichtungen, eingesetzt werden, um sich unter die Zivilbevölkerung zu mischen und die Bedrohung an der Quelle zu bekämpfen. Unterstützt werden sie von mobilen Einsatzkräften, die sofort einsatzbereit sind. Sie bestehen aus erfahrenen Einsatzkräften, die aus allen Teilen der Foundation ausgewählt werden, um sich mit bestimmten SCP zu befassen. Dabei kann es sich um Teams aus Forschungsspezialisten oder um schwer bewaffnete Kampfeinheiten handeln, die für den Einsatz gegen unglaublich feindliche und unberechenbare Wesen bestens ausgerüstet sind. Das Funktionieren dieser geölten Pyramidenmaschine stellt sicher, dass die Stiftung bereit ist, eine Anomalie abzufangen, bevor sie jemals an die Öffentlichkeit gelangt, und sie so einzudämmen, dass sie es nie tut. Aber selbst dieser detaillierte Überblick deckt nur einen Bruchteil der umfangreichen globalen Aktivitäten der Foundation ab. Die meisten dieser Dokumente, Berichte und Akten sind online zugänglich, was von Verschwörungstheoretikern und Aluhutliebhabern gleichermaßen begehrt ist, denn das alles übersteigt die Vorstellungskraft der meisten Menschen. Viele Menschen gehen davon aus, dass die Existenz der SCP Foundation und alles, was mit ihr zu tun hat, reine Fiktion ist. Aber wäre das nicht die perfekte Tarnung für eine Geheimorganisation wie diese? Wenn man es wegdiskutieren kann, ist es nur eine weitere verrückte Verschwörungstheorie. So können sie weiterarbeiten, ohne für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es ist wie das berühmte Sprichwort: Wo versteckt ein weiser Mann ein Blatt? Im Wald. Letztendlich sind die SCP Foundation die Guten, aber es wäre genauer zu sagen, dass sie die größeren Guten sind. Sie stehen auf der Seite der Menschheit, aber sie haben keine Skrupel, dich und alle, die du liebst, zu zerstören, um die wahren Geheimnisse der SCPs zu bewahren. Vor wem hast du nach all dem mehr Angst? Vor den SCPs oder vor der SCP Foundation? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Happy Halloween und danke fürs Zuschauen.